beschreiben das Jahr 2006, wo an einem sonnigen Frühlingstag am besten die Namen könnte, vor den Augen des Chorleiters Thomas Karth, die Lessingers geboren ist. Der Chor mit der ganz besonderen Fähigkeit, der das Verhältnis miteinander und mit dem Publikum grundlegend verändert wird. 5 Jahre später, nach schiefen Tönen, falschen Taktikerschwächen und hartem Mannsehwochen am Boden, hat es dieser Mann geschafft, den nunmehr 5. Chor am Mundlein vorstellen. Und als auch diese Quälerei nicht qualvoll genug wurde, gründete er 2010 einen zweiten, der sich dieser Folterei herzlich und freiwillig unterziehen würde. Dieser mutige Chor nennt sich deswegen Hart. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht Prügel sagen. Du kannst doch nicht im Intro erwähnen, dass ich der Mann bin, der das, was er erschaffen hat, nur mit Prügel erreicht hat. Also das geht so nicht. Du willst doch die Leute nicht einschüchtern. Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Das stundenlange Proben, die Lieder mindestens 50 Mal wiederholen, die ganze Quälerei, obwohl die Töne oft richtig sind. Ja, aber das muss doch nicht jeder gleich mitbekommen. Die Leute sollen doch denken, Karl ist da, der Chorleiter des Jahrhunderts. Na gut, dann formuliere ich es mal so. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Das Warten hat ein Ende. Begrüßen Sie mit mir den Chorleiter, der schon viele schiefe Töne ertragen musste. Und die beiden Chöre, diese harte Teufel von ihm. Bitte grüßen Sie trotz Dunkelheit den Hardcore vor seinem größten Auftritt bei seinem Stehen und die als Auftritt haben, die Lessingers! Scheiße, Mann, ich glaub, die hat nen Kerl dabei. Wenn man